Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und ihr seht schon, ich habe noch viel, viel Arbeit vor mir. was mache ich denn? Stopp, nein, halt. Ich wollte eigentlich ranzoomen. Und mir fehlt noch der obere Teil, aber mir ging eben der Beton aus. Und jetzt habe ich hier in der Nacht, ich wollte da jetzt nicht nochmal hochklettern. Erstmal habe ich mir hier das Ding gebaut. Ist nichts Weltbewegendes. Und da bauen wir jetzt schon mal unsere Zementmischdinger hin. Und dann hole ich noch die Schmieden aus dem Minibike. So, und ich muss hier noch einen Aufgang nach oben bauen. Tap, 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 genau. So, weil es ist nichts Besonderes, aber die Nacht kann man da ganz gut drin schlafen. So, dann machen wir das mal. Ich brauche, glaube ich, mehr. Mehr. Na, sag's mir. Dinger zum Hochklettern. So, das ist einmal die Wand hier oben. Bisschen Spiderschutz, aber ich glaube eh nicht, dass hier groß was kommt. Sei denn natürlich, Frau Schreihals ruft ein paar. So, dann gehen wir nach oben. So, wir haben passende Höhe. Sehr gut. Ich hüpfe mal lieber rüber und gehe wieder hier runter. Tipps und darunter. Zack. Dann stellen wir noch ein paar Leitern her und werten das hier auf. So. Dann Schaufel brauche ich nicht mehr. So, dann mache ich das hier. Eigentlich hätte, ja, ich hätte eigentlich da noch was unterbauen sollen. So, Sicherheitsmaßnahme. So, erstmal so machen. Dann werde ich kurz. Ich hoffe, das hält mir den. Nicht, dass das jetzt umfällt. Ich mache hier nochmal zur Sicherheit. Nicht einstürzen. Na, das war krass. Nein, auch nicht. So, nicht einstürzen. So ist brav. Zack, zack. Dann kann ich die Stützen wieder wegnehmen. Und den auch. Und Heuballen, Heuballen. Hier. Zwei Stück. Ich will aber vier. Oder drei. Oder mehr. Gar. So, wo sind die Leitern jetzt hin? Habe ich die schon draufgepackt? Nee. Ach, ich habe die schon. Oh, ich dachte, ich habe die schon dran gemacht und habe sie geschrottet, ich Dödel. nochmal. 8 Stück herstellen. Keine Ahnung, wie viele ich dann letztendlich brauche. So. Das heißt, hier kommt eine hin. Und noch eine. So, jetzt kann ich sie schrotten. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn ich nicht bei der Arbeit denke, dann denke ich nicht bei der Arbeit. Und es kommt leider oft vor. So, passt. Genau, passt. Dann brauchen wir. Wir haben halt keine Kakteen hier. Ein bisschen schade. So, ich glaube, ich habe auch. Nee, ich brauche die alle da drüben. Ich habe da zwar einige Heuballen, aber die brauche ich ja alle da drüben. Weil ich muss noch ein paar Mal in die Höhe krabbeln. Ach nee, nimm doch das Gras. So. Machen wir so. Geht vielleicht besser. Zack, komm. Raus mit dir. Zack. Alles Gras. Jawohl. So, jetzt viel besser. So. Dann noch mehr Heuballen, bitte. Rezepte, Heuballen. Ja, das reicht. Kann ich für drüben noch ein paar nutzen. So, dann holen wir schon mal. Na, erst will ich mal Beton weg. Ich habe nämlich heute auch ein bisschen was anderes vor. Weil entweder grabe ich jetzt hier komplett außen um die Graben. Also es wären ja, zwei vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ich muss halt dann auch Wasser schleppen. Da habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Und zum anderen muss ich halt eine Mauer nach der anderen nach oben ziehen. Aber ich glaube, das mache ich nicht jetzt, nicht heute. So, das packen wir erstmal alles weg. Das können wir vielleicht später auch noch gebrauchen. Weg damit, weg damit. Die brauchen wir ja gleich. Und was wollte ich denn jetzt? Ach ja, die Schmieden. Mann. Was ist ein Minibike? Hier. Hüpf. Minibike. Schmieden und das hier. Das nehme ich auch mal mit, weil ich habe vor, heute ein bisschen auf die Jagd zu gehen. Ich dachte mir einfach so ein bisschen,
in der Richtung gehen. Wir waren noch nie hier unten. Da ist alles komplett unerforscht. Ich habe mir einfach gedacht, wir schwimmen über den Fluss oder vielleicht ist es auch bis hierher See, ich weiß es nicht. Aber wir gucken einfach mal ein bisschen in die Richtung und nehmen jedes Stück Fleisch auf vier Beinen mit, was wir finden können. Hüpf. Und dann passt das. So, kurz umtauschen. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, aber eigentlich nicht. Selbst wenn der Wanderer jetzt vorbeikommt, habe ich genug Zeit auszutauschen. So, da könnte ich die Werkbank hinpacken, dann könnte man hier noch die Schmiede hinpacken. Und das wird so schön, wenn dann Frau Schreihals auch hier unterwegs ist. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier wieder eine Basis, da kann ich dann nämlich die ganzen Steine reinwerfen. Und, stopp, Vorsicht. Nein, Vorsicht. Für so einen Fall habe ich mir gedacht, tue ich diesmal Heuballen hier reinbauen. So, weil aus den anderen, ja, Mini-Außenposten habe ich gelernt, dass ich oft runterspringe, mir dabei die ganzen Haxen gleich. So, soll hier aber nicht passieren. Können wir lieber hier noch ein paar aufstellen. Genau. So, wieder ausrüsten. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, eigentlich nicht, aber wir nehmen sie mal mit. So, Messer. Messer wäre vielleicht besser. Messer wäre besser, genau. So, nein. Was sagt unser Hunger? Reicht eigentlich. Wir gucken erstmal so. Genau. Ja, deswegen. Ja, werde ich ja vielleicht dann auch am Wochenende. Es ist zwar noch eine Weile hin, aber ich weiß nicht, soll ich... Na, es ist halt... Wenn ich ganze Zeit nur hochbaue, dann habe ich nur so eine 20-Minuten-Folge. Weil ich halt dann auch... Das, ja, wenn es sich dauernd wiederholt, dann brauche ich das ja nicht drin lassen. Das habe ich letztes Mal auch ausgeschnitten und... Ja, auf Schnellding gemacht. Weil, ja, eine Stunde lang zu gucken, wie ich Klotzen stapel, ist ja dann auch blöd. Oje. Ich glaube, das ist aber viel, viel See. Dann laufen wir außen rum. Falls es überhaupt geht. Ich hoffe halt auch, dass ich ein paar... Ich weiß nicht, sieht das da näher raus? Oder da? Ne, komm, wir gehen in die Richtung, weil da rechts müsste die Stadt sein, wo wir auch schon einen Außenposten haben. Dann gehen wir mal hier so entlang und wie gesagt, wenn ich einen Hirsch sehe oder ein Wildschwein oder Bären. Bären wäre natürlich richtig schön. Dann würde ich die auch glatt einfach mitnehmen. Und dann können wir ein bisschen erkunden und ein bisschen jagen gehen. Und ja, ich weiß auch nicht. Einfach mal die Gegend hier angucken. Weil es ist halt, ich hocke irgendwie immer nur in meiner Ecke da hinten. Und die Karte wäre halt viel größer wie die normale Standardkarte. Und dann wäre es ja auch blöd, wenn man nie rumgeht und sucht oder mal was, ja, versucht zu entdecken. Ich bewege mich halt immer nur im gleichen Kreis. Das ist auch langweilig. So, kein Hirsch, kein Schweinchen, kein gar nichts. Ich nehme sogar im Notfall auch einen Hasen. Dafür habe ich dann eine Schrotflinte. Bären wären so schön. Und ich will halt auch mal nicht mit dem Minibike rumfahren, sondern ja halt einfach mal ein bisschen gucken. Aber ich glaube, das war eine doofe Idee. Ich dachte vielleicht, wenn man nämlich immer so dran vorbeirauscht an alles und allem, dann übersieht man vielleicht das ein oder andere Tier. Aber ich glaube, ich sehe jetzt oder übersehe jetzt auch gerade alles. Also sieht aus, als wäre da einfach nur eine Insel oder so in der Mitte. Und wie zerstört das Gebiet? Könnte das sein? Oder verbrannt das Gebiet? Ist da oben Wüste? Oder sieht das nur so aus? Ich gehe jetzt natürlich wieder in die vollkommen falsche Richtung. Zack. Hä? Umfallen. Danke. Wir wollten ja eigentlich um den See herum. Wir können aber auch... Es ist, wie gesagt, eigentlich ist es egal. Also sonst... es ist schon schön, der See. Da, Wolf. Ich hab dich gehört. Irgendwo. Da. Hab dich. Wir pirschen uns heran und dann... Kopfschuss. Das war's mit dem Wolf.
Bist du mal am Bauch kraulen? Sehr gut. So. Erste Mission. Erfolgreich. Davon bitte noch mehr. Noch mehr Fleisch. Ich habe zwar jetzt wieder einiges an... Ah, Hirsch! Hirsch! Ja, ja, keine Zeit für dich. Ich muss den Hirsch töten. Nee, geht nicht. Ich muss stehen bleiben. So, bleib stehen. Danke. So. Keine Zeit für die Zombies. Das ist ein Hirsch. So, den nehmen wir mit. Ich habe halt einiges an Wildkrebs, aber ich verbrauche halt auch dementsprechend viel. Wenn man so viel unterwegs ist. Oh, noch ein Hirsch. Jawoll. Zack. Ja, ich kann nicht schießen und laufen gleichzeitig. Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren. Stopp, stopp, aufhören. So, ist brav. So, dann hat man im Handumdrehen wieder Futter. Ich gucke jetzt gerade auf den Berg. Vielleicht ist da irgendwas Schönes. Ein bisschen erkunden und jagen. Jagen und erkunden. Hoch mit dir. Chili da. Du bist aber kein Fleisch. Deswegen hau ich dir einfach nur den Schädel an. Oh. Nein. Ach komm. Letzter. Hartnäckiges Ding, du. So, da haben wir nur Zombies rumrennen. Aber der See ist trotzdem riesig. So, jetzt wollt ihr einfach mal hier drüber gucken. Eingeschlossen von Wasser. Der sieht aus wie Schnee. Haben wir da ein großes Schneegebiet? Hm, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin will. Da sind aber ein paar Häuser. Zeltlager und ein Haus. Hm, ich muss halt auch heute wieder den Weg zurücklatschen. was ist denn da? Ist da... Ja gut, da waren wir auch noch nicht. Aber ich will in die andere Richtung. Da ist auch ganz viel Schneegebiet. Hier vorne. Hm. Ich meine, es wäre verdammt weit weg von zu Hause. Aber sonst so, da ist bestimmt irgendwas drinnen. Könnte man sich ja, ja, noch einen Außenposten bauen. Eine Höhle. Vielleicht ist da ja ein Teddybär. Ich gucke einfach mal runter. Ups, vorsichtig. War dann doch höher als gedacht. Und manchmal sind halt auch Bären so um die Höhlen rum, aber ist halt auch Zufall pur. Ist hier gar keine Höhle? 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 Doch, da. Gut, dann gucken wir mal. Ist das wieder so eine Höhle, wo es keinen Aufgang gibt? Wenn dann da drüben vielleicht? Ja, hier. Ganz, ganz feiner. War ich da schon mal drin? Ne, geht nicht. So, aber die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Das gefällt mir nicht. So. Wer wohnt da drin? Keiner? War ich hier dann schon mal? Ne, hier war ich doch noch nie, oder? Hä? Doch, kann sein. Hilfe? Ich weiß es nicht. Durchsuche. Ne, dann war... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, gib mir... Oh ja, das nehme ich gern. Oh, Lehm. Nehmen wir auch mit. Abfall. Kleiner Stein. Ofen. Sehr gut, danke schön. Ich brauche nämlich ein neues Feuer dann auch da. Hier wäre so viel schön Eisen. Aber egal, brauche ich jetzt nicht. Ich brauche ja dann auch ein Lagerfeuer, gerade auch um... Wir haben ja keine Kakteen. Also muss ich dann Wasser selber abkochen. Oh doch, hier sind Kakteen. Hier sind ganz viele Kakteen. Ja, aber halt dann für in dem Grüngebiet, dass ich da halt dann auch trinken habe. Ein bisschen herlatschen, um Kaktus zu holen, das bringt dann natürlich auch nichts. Noch ein bisschen Fleisch bitte, wenn es geht. Wie viel haben wir eigentlich? 28. Viel zu wenig, viel zu wenig. Ich will mehr. Ich weiß, ich bin eine gierige Person. Aber eigentlich nur in dem Spiel hier. Denke ich, hoffe ich. Ich weiß es nicht. So. Noch ein paar Tierchen. Schlange. Schlange habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen oder gehört.
Auf dem letzten, oh, da ist auch ein kleiner See. Eingeschlossen von Wasser, aber echt. Auf dem Herweg, glaube ich, war das. Ich bin ja nachts wieder zu dem Hochhaus gefahren. Da kam mir dann ein Wildschwein entgegen. Ich bin also da gestanden, ich habe auf das Wildschwein gezielt. Und habe ich gedacht, du hast Glück gehabt. Ich habe keinen Platz. Aber den mache ich jetzt kaputt. Zack. So. Gut. Ja, weil ich hatte halt keinen Platz. Und ich hätte um gar keinen Preis hätte ich gern Beton weggeschmissen, um dann ein bisschen Fleisch rein zu tun. Ne, sind beides Zombies. Hase! Hase! Ich sehe den eh nicht. Wo ist der Hase? Und der ist schon tot, oder? Das ist halt das Hasen und Hühner. Ich höre die meistens nur. Aber ich sehe es ja nicht. Ich sehe sie doch. Ich sehe es. Ich sehe es. Nein, 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 nein. Hau doch wieder. Jawohl. Töte Hase mit einer Schrotflinte. Yes. Quest beendet. Lang genug hat's gedauert. Sehr schön. Oh, wie viele Punkte habe ich eigentlich mittlerweile zusammen? 13 Stück wieder? Uiuiuiui. Was kann ich denn da noch skillen? Ich meine, ich habe ja ziemlich alles. Also, soll man hier mal ein bisschen was skillen? Nee, da brauche ich noch mehr. Da brauche ich 25. Schweinchen! Schweinchen. Schweinchen. Ich muss dann gleich mal gucken. Da sind Schweinchen. Da sind Schweinchen. Da war ein Schweinchen. So muss das laufen. So, passt. Wir haben ja auch noch zweimal die Quest dicht und dichter. Und genug Bier habe ich auch noch zu Hause. Dann können wir da auch noch ein bisschen was machen. So, was war jetzt hier? Pistolen. Muss aber eigentlich nicht sein. Ich meine, hier brauche ich 20. Das wäre sonst noch interessant. 20 wäre auch interessant. Hier ist alles komplett. Da habe ich auch mittlerweile alles komplett. Also die Quests lohnt sich halt. Was haben wir hier? Plündern. Das geht von alleine. Schneller Eddie. Sollen wir das mal skillen? Ich meine, es ist sowieso alles jetzt sinnfrei. Das brauche ich nicht, will ich nicht. Schneller fertigen. Senkt die Dauer für das Fertigen von Gegenständen. Aber ich weiß nicht. Sollen wir das... Ob sich das halt immer lohnt, ist bei mir so eine Frage. Da ist auch alles fertig gelernt. Seien wir, spare ich auf mehr Schaden. Das wären noch ein paar Punkte. Ja, ich glaube, ich spare da drauf. Ich weiß nicht. Das andere ist, ob es jetzt 2 Minuten dauert, einen Klotz herzustellen oder 1 Minute 90. Das ist doch, keine Ahnung, ziemlich egal. Schlange? Eine Schlange gehört? Oder wart ihr zwei das noch? Komm her, ich hau dich auch noch weg. So, ich dachte, ich habe hier eine Schlange gehört. Ups, Vorsicht. Nach oben. Da irgendwo. Da irgendwo ist eine Schlange. Schlange! Autsch, das war ein Kaktus. Ja? Wo bist du? Komm her, dann kriegst du eins mit dem... Ah! Ah! Du kleines Ding, du! Hinterhältiges! Bitteschön! Du wolltest mich beißen? Ich beiß zurück! So, noch mehr Fleisch. 40 Fleisch schon wieder. Hat sich schon gelohnt. Wir können auch da in das Haus mal reingehen. So, und... Ups, komm her. Euch kaputt mit der Faust, dann schaffe ich das auch mit dem Messer. Passt. Euch beides nicht. So. Ich glaube, in so einem Haus... Oh, das ist ein Wolf. Da habe ich, oh. Stirb. In so einem Haus habe ich, glaube, zu Anfang Alpha 16 meine kleine Basis gehabt. Bei der allererste. Bevor wir dann unsere Wüstenbasis gebaut haben. So, komm, da ist ein Tresor drin. Da gucke ich jetzt kurz rein. Ha. Da ist ja schon jemand, der da raus will. Ha, ich hab dich erwischt.
durch die Tür. So. Es geht halt nur, wenn sie den Kopf durchschieben. Kam. Oh, so nicht! Das ging jetzt schneller als gedacht. Ah, und ich treffe nie, selbst wenn sie direkt vor mir stehen. Ein Wasser. Das nehmen wir doch mit. So, nehmen wir auch mit. So, mit der Keule jetzt besser. Zack. Die brauchen wir nicht. So, da ist nämlich ein Tresor drinnen. Ich weiß gar nicht, habe ich die Axt dabei? Ich weiß es nicht. Natürlich ist eine Toilette da drin. So, guten Morgen. Du bist auch nur ein normaler. So, dich wegmachen. Stirb. Und die am besten noch, bevor sie rauskommt. So, immer schön auf den Kopf. So, nicht die in der Türe hängt. Ach, herrlich. So, nicht, dass jetzt nur einer von hinten angeklatscht kommt. Und mir einer reinhaut. So, was haben wir hier? Ich höre dich. Ich habe gerade kein Interesse an dir. So, und danach gehen wir weiter auf Fleischsuche. So, was haben wir hier? Oh, mein Magnumgriff. Ja, und bis man den Rest findet davon. Oh ne, Wanderhorde. Wanderhorde. Wo seid ihr? Wanderhorde. Da seid ihr. Hey, hier bin ich. Ups. Ich renne mal an euch vorbei und dann fangen wir an bei dem ersten. So. Kaputt. Zack. Also ich bin jetzt im Nachhinein, bin ich aber schon froh, dass ich die Dicht-und-Dichter-Quest nicht in der Wanderhorde gemacht habe. Weil da wären einfach zu viele und dann innerhalb der Zeit genau die zwei mit der Zeit totprügeln. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Weil die anderen hätte ich dann die ganze Zeit hier rumkiten müssen. Das wäre nicht so schön. So, komm. Ich hau dich. Dich. So. Gleich geschafft. So. Und du. So, verlumpt. Dankeschön. So. Ich meine, ich bin auch nicht scharf drauf, die eine Horde zu sehen, aber ich habe die auch sehr, sehr selten gesehen. Also finde ich eigentlich irgendwo schade. Einerseits zwar froh, aber einerseits halt schade, diese 5 Hunde und 3 Zombie-Bären. Die Horde ist irgendwie cool, aber halt, ja, ich vermisse sie. Oh, Hase? 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 Fleisch? Ja, das ist halt immer das... Wo? Ich kann zwar gucken, aber ich finde eh nichts. So. So ist das mit den kleinen Viechern. Hier waren wir noch nicht. Brille brauche ich nicht. Ich wollte ja eigentlich gar nicht looten. Ich wollte ja eigentlich nur... Fleisch. Aber vielleicht ist da Fleisch drin. Nö, da ist Bier drin. Eisen. Will ich nicht, will ich nicht. So. So, gehen wir nur nach oben kurz. Das ist nämlich Küche. Und dann schauen wir mal. Das Leder könnte ich mitnehmen. Oh, das ist schön. Pistolenlauf, komm, egal. Magnum könnte ich eigentlich auch schrotten, aber... Naja. Ich warte mal noch. So, machen wir mal so. Das nehmen wir mit. Leder braucht man dann nämlich. So. Und jetzt gucken wir mal. Nichts. Kein Fleisch. Kein fertig gekochtes Wildbret. Das ist aber schade. Nein. Was ist denn in der Ecke? Nichts hier. Alles schon leer gefuttert. Den können wir schrotten. Kaffee brauchen wir auch nicht. Schade. So. Komm, lass mich raus. Okay. Oh, da ist ein Zeltlager. Könnte ja eigentlich auch Fleisch drin sein.
manchmal ist da halt Fleisch drin. Und da kommt Schneegebiet, tatsächlich. So. Erstmal alle Schläfer eliminieren. So wie die zwei. Ja, rennt ihr jetzt gleich los. Ja, ich dachte's mir. Selbst bei dem... Aua, blöder Kaktus. Bei den Ferals, wenn die dann losrennen, also mit der Keule, finde ich, ist man besser dran, als wenn man auf die schießt. Ich weiß auch nicht. So, und das Wetter weiß hier halt nicht, was es machen soll, weil das genau an der Grenze ist. So, die nehmen wir mit. Da ist nichts mehr. Ja, ich werde gleich... Das ist Messing. Nehmen wir mit. Hier noch jemand? Nö. Gut. Ich werde nämlich gleich dann auch frieren hier im Schneegebiet. Aber mal gucken, wie... Ah, da ist noch einer. Komm her! Lady. Oder nee, ich glaube, das war ein Kerl. So. Okay. Schneegebiet. Eigentlich auch schön. So. Aber immer kalt. Aber es hat halt Schnee so an sich. Na gut. Gehen wir noch da oben ein Stückchen hoch. Ich glaube, so die Viecher sind, wenn dann eher so in den Gegenden, eigentlich überall verteilt. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl manchmal, dass ich gerade im grünen Gebiet oder hier im Steppengebiet mehr Tiere sehe. Aber kann auch reine Einbildung sein, weil ich halt meistens in so Gebieten rumrenne. So, aber ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Kein Hirsch. Ein Haus. Aber hier überall, da auch schön Berge und Wasser. Aber ich bin trotzdem nach wie vor zufrieden mit meiner Gegend, wo ich Valhalla gebaut habe. Weil einfach diese großen Städte auch in meiner Nähe, die waren halt am Anfang richtig hilfreich. Mit den ganzen Waffenladen, Läden, mit den ganzen Arzneisachen, was man da halt am Anfang gefunden hat. Das ist halt schon viel wert, finde ich. Gerade am Anfang. Aber man mittlerweile halt auch nicht mehr das. Auch irgendwas drinnen. Ich weiß nicht, sollen wir noch bis da hochlatschen? Ich muss auch wieder den ganzen Weg zurück. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin eigentlich. Obwohl, wir könnten dann hier, da könnte ich dann drüber schwimmen in der Nacht. Autsch. Weil, jetzt habe ich vergessen, wo ich eigentlich hin wollte. Hä? Da hoch, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. In der Nacht kann ich ja dann auch einfach über den See schwimmen. Oder durch den See schwimmen. Da stört es mich dann wenig. Eine Horde stört mich dann auch wenig. Da kann ich dann den direkten Weg praktisch gehen. Aber so sieht man halt auch mal ein bisschen was von der Karte. Mit dem Minibike. Ich glaube, ich hätte da so manches Tier, so auch gerade den Hasen, hätte ich da dann einfach verpasst, weil ich halt drüber fahre und dran vorbeifahre und dann ist weg. Oh, noch eine Höhle. Es gibt wahnsinnig viele Höhlen hier. So, ist da ein Bär drinnen? Da ist die Tür auch schon auf, oder? Ja. Aber hier war ich definitiv noch nie. So, Bärchen? Ist da ein Bärchen drin? Na, auch niemand. Eigentlich unheimlich. Boah, da war ich schon? Wo bin ich? Ich bin jetzt wieder zurückgelatscht? Ehrlich? Ach. Ja, anscheinend schon. Ups. Entschuldigung. Hey, wir sind doch... Ach, wir waren hier und sind wieder umgekehrt? Ah. Ja, Tatsache, da war ich ja schon. Ach, ich bin ein Trottel. Warum sagt mir das keiner? Ich bin im Kreis gelatscht. So schnell geht's. Ja, ich gehe jetzt mal einfach hier weiter. Vielleicht finden wir ja noch ein Tier, aber ich glaube nicht. Jetzt gehe ich einfach mal Richtung See, weil wie gesagt, ich schwimme dann einfach in der Nacht darüber. Und dann passt das. Vergeht die Zeit wenigstens schön. Dann ist die Nacht vorbei und ich komme erst zu Hause an oder so. Ich weiß es nicht. Ah, aber kein Hirsch mehr. Oder ein Schweinchen. Fleisch.
Fleisch, wo bist du? Okay. Da ist wohl irgendwann mal irgendwas abgestürzt. Ich hab dich gehört, Vogel. Ja, das hat vielleicht... Ja, das sieht echt aus wie so eine Landebahn. Von irgendwas, was unfreiwillig runtergekommen ist. Schade, dass die Vögel schon verrottet und kaputt sind. Und kein Fleisch mehr geben. So, ihr seid auch keine Hirsche. Wildhirsche. Vogel, lass es. Lass es einfach. So, Biker brauchen wir auch nicht. Ja, ja, motzt du nur. Aber wie gesagt, guck mal, in die Richtung, das ist irgendwie überhaupt keine Stadt. Bei mir in der Gegend sind 1000 Städte aneinandergereiht. Und hier ist jetzt einfach nur nichts. Das ist halt irgendwie faszinierend. Wenn ich irgendwo hier gelandet wäre und hier jetzt meine Basis gebaut hätte, rein so vom Ding her, sag mal, Valhalla würde ich hier auf dem Fleck stehen. Man hat ja weit und breit nichts um sich rum. Au, außer Kakteen. Also deswegen finde ich unser Gebiet, wo ich praktisch gestartet habe, schon richtig glücklich, ja, gelegt. So, noch ein bisschen im Schnee spielen, bevor es nach Hause geht. Ah, hab keine Hirsche mehr. Eigentlich schade. Ja gut, aber wir haben fast 50 Fleisch. Kann man eigentlich auch nicht meckern. Für einen Tagesausflug kann man da echt nicht meckern. Ich meine, zum Abschluss jetzt nur ein Viech, das wäre halt schon schön. Und noch mehr Wasser. Ganz viel Wasser. Ganz, ganz viel Wasser. Ist das ein Hirsch oder ist das ein Kaktus? Nee, das ist auch ein Kaktus. Na gut, aber es wird dunkel. Schade, schade. Na, dann werde ich, denke ich, mal den Rückweg langsam antreten. Wenn wir jetzt noch, ja, bis hierhin latschen. Mal gucken, laufen wir jetzt hier am See entlang und dann schwimme ich da einfach rüber. Jetzt sind wir halt einmal fast um den See rumspaziert. Oh, Wolf, Wolf. Da, da. Komm her. Da muss ich nicht so weit latschen. So, und. Zack, tot. Erstmal gucken, ja. Wir haben genug Platz für mehr Fleisch. Fleisch, Fleisch, Knochen brauche ich nicht. So, ist doch schön. Ganzen Stack voll Fleisch. Ah, kann ich nämlich braten. Wird vielleicht dann kein Wildbräter-Eintopf, aber wir haben dann erstmal ja, vorgesorgt. Au! Hase! 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 Der ist schon tot. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Sind zwar nur 2 Stückchen Fleisch, aber 2 Stückchen Fleisch ist schon viel. Wenn man Hunger hat. So. Aber es gibt doch da... Oh, nee, das ist ein Händler. Das müsste ein Händler sein. Hm. Ich habe zwar nichts zu verkaufen, aber da ist ein Händler. Vielleicht mal hinlaufen, markieren. Dann weiß man Bescheid. Au! Diese kleinen mistigen Kakteen immer. So, schon mal Probe mal lautschen. Oh je. Ach da, ich dachte gerade, hier fängt schon großer Fluss zu essen an. Lass es einfach bleiben. Nein, ich will den jetzt erschießen. Platsch, sehr schön. Ja, aber der Händler ist zu weit weg. Da latsche ich jetzt nicht hin. Naja, als die Frösche angefangen haben zu quacken, dachte ich, da kommt mehr Wasser, aber... Ah, hier. Ich wollte nämlich gerade sagen, dann müsste es ja hier auch quacken. Oh, wir haben Hunger. Wie gut, dass wir das mitgenommen haben. So. Sehr schön. Weit und breit kein Bärchen. Das ist so schade.
Nicht nur, dass die viel, viel Fleisch und Leder geben, sondern noch 2 Stück und wir hätten den Bären. Also die Bärenquest endlich fertig. Naja. Naja, also ich bin froh, wenn ich hier irgendwo gespawnt wäre. Das wäre nicht so schön gewesen. Hm, noch irgendwas? Nee. Jetzt gucke ich einmal über den Hügel und dann gehe ich aber nach Hause. Glaube ich, denke ich. Man will halt dann auch, ich meine, da hinten ist jetzt auch wieder ein einzelnes. Ne, das ist ein Zeltlager, glaube ich, ja. Ist auch nur ein Zeltlager. Vorsicht. Ausweichen. Wenn man schon mal so eine große Random-Karte hat, dann sollte man halt auch nicht nur, ja, in seiner Ecke sitzen. Aber, ja, hier ist nichts. Da hinten der Händler. Wohl hier könnte vielleicht eine Stadt sein, oder? Wenn ich ganz schnell da hinrenne. Ich weiß es nicht, oder? Es sieht nur so aus. Der Boden sieht halt so komisch aus. Wäre da überhaupt Platz für eine Stadt? Ja doch. Nee. Ein paar Häuser vielleicht. Ich wollte eigentlich nach Hause. Ach, egal. Wir kommen schon irgendwann nach Hause. Oh, das sieht schon schön aus. Ja, wir hätten da irgendwo landen können. Und wir sind aber genau, ja, bei den ganzen Steppen gelandet. Obwohl, ich bezweifle, dass da eine Stadt ist. Ja, oder? Nee, ich weiß es nicht. Sieht halt auch aus, als wäre das eine riesige Fläche. Ah nee, ich glaube, das ist keine Stadt. Aber das ist definitiv eine Straße. Auch wenn die ganz komisch den Bergweg hochführt. Nee, da ist keine Stadt. Was machst du denn? Da ist wieder wahrscheinlich irgendein einzelnes Gebäude oder so. Nee, man hätte wirklich nichts in der Nähe. Schlange? Schlange? Ich höre dich. Na wo? Wo bist du? Ich komm wahrscheinlich gleich wieder aus dem Gebüsch. Nö. Keine Ahnung. Schade. Egal. Wir haben große Tiere gejagt. Wir haben viel Fleisch in der Tasche. Ich glaube, das reicht. Wir sind eigentlich, obwohl wir ohne Minibike losgezogen sind, ouch, sind wir doch ziemlich weit gekommen. Haben auch viel gesehen. Na, das sieht schon cool aus. Das Spiel ist schon schön. Komm, lauf, renn. Da hatte ich am Schweinchen gehört. Können auch die 2 gewesen sein. So, auf geht's Richtung Heimat. Nicht den Haxen brechen, wenn ich den Berg runterrenne. Ach nee, ich darf ja gar nicht Richtung Bett gehen. Ich muss ja hier Richtung das da gehen. Ah, aber sonst schwimme ich ein bisschen zu weit. So, 1, 2, 3 und tschüpf. Zada. Ups, untergegangen. Und da ist es auch schon 10. So, erstmal nachladen und dann, ja, bei mir passiert nicht mehr viel. Ich schwimme jetzt nach Hause, beziehungsweise zu dem neuen Wolkenkratzer. Und ich bin zufrieden. Wir haben 58 Fleisch in der Tasche. Huiuiui. An einem Tag mal eben geholt. Genau. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, für die Begleitung auf meinem Jagdausflug. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.